In den letzten Wochen haben wir uns ja schon oft angeguckt, ob ein Auto über eine Holzbrücke rüberfahren kann und dabei nicht drauf geht. Oder ob einfach welcher Truck am besten ist. Oder welches Auto am höchsten fliegen kann, springen kann, Trampolin, alles mögliche, Freunde. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, ob es Autos gibt, die auf Wasser fahren können? Oder beziehungsweise wie lange die vielleicht auf Wasser oder im Wasser überleben? Oder allgemein noch viel, viel mehr solche Dinge. Und das gucken wir uns heute genau nämlich an, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen rein. Und zwar bei 10.000 Likes, ja, das ist die Zahl, die ihr erreichen müsst. Sieht schon cool aus. Ich würde sagen, wir gehen rein, Freunde. Abfahrt mit dem Video. Und man kann schon sehen, wir haben jetzt hier wieder 5 verschiedene Autos am Start. Alle natürlich verschiedene Autoklassen. Hier erstmal ein RCX-D-Car, beziehungsweise nur ein RC-Car. Ein kleineres Auto, so ein Käfer, Freunde. Hier dann schon so ein Sportwagen, ja, so ein Sportwagen. Aber dann hier auch mal ein kleiner SUV. Und hier nochmal so ein kleiner Minivan, Freunde. Und im Endeffekt haben die ganzen Autos etwas gemeinsam. Eigentlich können sie alle nicht wirklich auf Wasser fahren, aber mit ein bisschen Geschwindigkeit kann man nämlich Wassersurfen betreiben. Und da kann man schon sehen, wer kommt quasi am weitesten, ja? Das ist schon mal die erste Aufgabe. Danach wird es, glaube ich, noch etwas geben, wie lange kann ein Auto im Wasser überleben, wenn es quasi, wenn der Tank oder allgemein der Motor mit Wasser befüllt wird und so. Leute, das wird auf jeden Fall echt interessant. Man lernt heute was dazu. Und das RC-Auto fängt schon mal an, das Spielzeugauto, und es düst schon mal los. Und ich denke mal, das sollte ja relativ gut auf dem Wasser erstmal sein können. Und zack, das war es dann auch schon mit dem. Aber, Freunde, er ist schon echt mega gut gekommen. Also auch schon echt weit. Also 42 Meter kann man eigentlich nicht drüber meckern, oder? Ich denke mal, so ein Käfer oder so schafft das auf gar keinen Fall. Und den haben wir auch schon mal gespielt, Freunde, den Schäfer, den Käfer. Den haben wir nämlich schon mal kaputt gemacht. Und der kommt ganze und satte 20 Meter. Also nicht mehr 20 Meter, sondern ich glaube irgendwie 17 oder so stand da. Und ja, oder 18 Meter, ja. Ist der Käfer auch schon leider kaputt gegangen, Freunde. Was will man machen, ne? Was will man machen? Aber jetzt haben wir hier einmal ganz kurz nochmal einen Sportwagen am Start. Und der Sportwagen, Freunde, der düst natürlich erstmal... Oh, halbes Boot. Halbes Boot, Freunde. 38 Meter hat er gerade hinterlegt. Oha. Das war ja sogar fast weiter. Wenn nicht sogar weiter, glaube ich. Als das RC-Car, ne? Okay, was haben wir jetzt hier noch für ein Auto am Start? Wir haben jetzt hier einmal ganz kurz den SUV. Und ich glaube, der SUV, der geht so auf 30 Meter, ja? Nicht weiter. Und, 31 Meter. Ich hab's ja fast gecallt, Freunde. Und der Minivan, ich sag, der Minivan, der landet bei satte und schreiben 19 Meter. Jetzt überlegen wir mal, gucken, rechnen aus. Okay, warte, okay, Wind, alles klar. So, der schafft 19 Meter, Freunde, in meinen Augen. Mehr sollte der dann im Endeffekt auch nicht schaffen. Oh, 22 Meter. Ich dachte gerade, ich habe schon wieder recht gehabt, Freunde, aber so knapp, ja. So knapp, die Einschätzungen sind auf jeden Fall heute schon mal richtig gut am Start, muss ich sagen. Wir sind schon mal gut am Start. Und jetzt haben wir hier schon wieder eine nächste Sache, und zwar eine Wasserstraße. Und bei so einer Wasserstraße, das kann mal passieren, vor allem in ein paar Ländern, wenn mal irgendwo die Gullis verstopft sind, richtig viel Regen am Start ist, dann kann es passieren, dass die Autos quasi so ein bisschen durch Wasser fahren müssen. Die Frage jetzt aber, die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, kann ein Auto überhaupt in diesem Wasser lange überleben, ja? Also, dass es halt im Endeffekt nicht kaputt geht. Und so ein RC-Auto kann das anscheinend sogar ohne Probleme. 6 Sekunden hat es gebraucht. Oder ist es... Oder nee. Nee, Freunde, guck mal hier. Das geht eigentlich noch, ne? Oder? Ja, doch. Okay, es ist jetzt erstmal gerade nur das Timing, wie lange die brauchen, wenn es quasi mit Wasser befüllt ist. Ich glaube, gleich kommt nochmal was. Oh, das kann auch schon sein, dass es relativ hoch ist, ne? Das ist schon relativ hoch, Freunde. Also hier seht ihr schon, 12 Sekunden hat der Käfer dann gebraucht. Der Sportwagen... Oh, nee, guck mal, genau das meinte ich, Freunde. Genau das meinte ich. Uiuiuiui, und der ist kaputt. Der kommt nicht mehr sogar bis zum Ziel an, weil er jetzt einfach disqualifiziert wird. Also der ist anscheinend gerade voll gelaufen mit Wasser, Freunde. Und der SUV, yo, der macht erstmal hier einen Wheelie. Einfach einen Wheelie durchs Wasser. Läuft bei dem, Freunde. Alles klar, auch nicht schlecht. Mal eben einen Wheelie durchs Wasser geballert. Und was ist das jetzt hier? Ach, das ist jetzt so ein Minivan oder sowas, ne? Und der fährt jetzt hier quasi durch. Und der braucht satte und schreibe 10 Sekunden. Also ich glaube, im schnellsten war dann das RC-Car mit 6 Sekunden. Aber wir werden auf jeden Fall am Ende auch noch alles sehen. Weil die ganze Übersicht. So, hier haben wir noch einmal ganz kurz jetzt Immersion in Water. Das bedeutet, wie verhalten sich denn bitte schön die Autos, wenn die ins Wasser fallen? Und das ist einmal ganz kurz 30 Meter tief. Ist jetzt gerade die Frage, ne? Guck mal, jetzt kommen wir mit dem Wagen nach unten und... Und der braucht einfach nur...
8 Sekunden, bis er unten landet. Okay. 8 Sekunden ist ja voll in Ordnung. Aber ich glaube, so eine Autos, die hier, sollten... Ah, stimmt, die müssten erstmal voll laufen mit Wasser. Und dann... Oh Gott. Oh Gott, Leute, die brauchen ja ewig. Der macht sogar hier schon mit mal 3-mal Geschwindigkeit. Also ja, stimmt. Autos, die müssen natürlich erstmal voll laufen. Dann müssen sie mit Wasser gefüllt werden. Und dann fangen sie auch erst an zu sinken. Und so ist das Ganze auch mit dem Wagen hier, mit dem Käfer, Freunde. Der braucht einfach... Bäm! 33 Sekunden, oh 35, bis der erstmal unten angekommen ist, ja. Mit dem Sportwagen kann das angehen, dass es vielleicht mit dem ein bisschen anders aussieht, genau, weil er sich so ein bisschen durchgebohrt hat hier sogar. Und der braucht satt und schreibe nicht mal 10 Sekunden, Freunde. Ah, ah doch, 10 Sekunden. Ah, der dreht sich noch und hat einen Reifen verloren. Also 13 Sekunden für den Sportwagen. Ich denke mal, also vielleicht kann sein, dass der hier am längsten braucht. Mal gucken. Oha, die Einschätzungen sind nicht viel. Oha, der geht ja sogar am schnellsten fast. Die Einschätzungen waren nicht on point, Freunde. Die waren leider nicht on point. Der braucht genau 11 Sekunden. Okay. Also der SUV 11 Sekunden. Am schnellsten war es bis jetzt, glaube ich, wieder das RC-Car. Kann es angehen? Gucken wir uns mal ganz kurz den Minivan an, ob der das alles ein bisschen besser macht. Und ui, oh doch. Nee. Der braucht auch 11. Ich sag, der braucht auch 11. Guck mal, 9, 10, 11, 12. 13. Okay, 13 Sekunden braucht er. Alles klar. Ist auf jeden Fall schon mal für den Mini... Oh, 14 Sekunden sogar. Okay, Minivan mit am langsamsten nach dem, also vor dem Käfer noch auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir hier so eine Wasserwand. Und die Frage ist natürlich, Wasser ist im Endeffekt bei Geschwindigkeit eigentlich wie Beton. Das bedeutet, wenn man jetzt mit dem Ski oder so fährt, dann agiert das Wasser, als wäre das einfach Beton, Beton, Freunde. Und... Im Grunde gucke ich jetzt mal, wie das agiert, wenn man mit dem Auto einfach gegen so eine Wasserwand voll gegenfährt. Also 140 km/h fahren wir hier schon mal. Und bäm. Okay, fürs RC-Car wenig Reibung, wenig Fläche. Das RC-Car ist unbeschwert davon gekommen, hat null Schaden beigetragen. Gucken wir uns mal ganz kurz jetzt hier den Käfer an, weil ich glaube, der Käfer wird vorne ein bisschen was erleiden. Aber wir sehen es jetzt mal. Und oha. Nicht nur ein bisschen, guck mal vorne das Dach an, Alter. Holy moly, Freunde, das Dach ist ja komplett kaputt gemacht worden. Also 21% Schaden für den Käfer. Und jetzt einmal ganz kurz hier. Der Audi. Und der Audi hat, glaube ich, ein bisschen weniger Schaden als der Käfer. Oh, oha. Auch kaputte Frontschutzscheibe, kaputtes Dach. Auch nicht so gute Sache, muss man sagen, ne? Okay, also als nächstes machen wir jetzt hier den SUV. Mal gucken, ich glaube, der wird aber noch mehr Schaden bei sich tragen, weil wieder mehr Fläche, gleiche Geschwindigkeit, der fährt ja fast mit 300 km/h durch. Oha, oha. Also den hat es ganz schön mitgenommen, Freunde. Den hat es aber richtig mitgenommen. Da glaube ich sogar, dass der Minivan, weil der ja natürlich auch noch so viel mehr Gewicht mit sich trägt, ich glaube, dem wird es nicht so schlimmer gehen, ja. Ich glaube, dem wird es jetzt nicht so krass schlimmer gehen. Ja, kurz mal eben zum Auto geworden, was ich damals in der Grundschule gemalt habe. Einfach so, zack, Motorhaube und Auto am Start, alles klar. Wie das bitte schon aussah. So, jetzt haben wir einmal so einen Wasserdrop. Und mit diesem Wasserdrop, Freunde, kann man sehen, wir haben jetzt so einen Kreis auf jeden Fall. Und da gucken wir jetzt mal, wie der Schaden so abgeht, wenn man ein Auto von oben ins Wasser fallen lassen würde. Jetzt mal sogar so, als würde es landen, fast, oder? Nee, fast, okay. Also als würde man jetzt denken, lol, man hat ein Auto im Flugzeug, lieber Fast and Furious, und es fällt quasi runter aufs Wasser. So wird es jetzt quasi agieren. Astika, nicht viel los. So ein Käfer, ich kann so sagen, der wird absolut kaputt gehen, Leute. Der wird absolut kaputt gehen. Und man kann schon sehen, der Käfer wird boots zur Banane. Okay. Hätte ich mir sogar schlimmer vorgestellt, aber den kann man leider nicht essen. Aber trotzdem zu einer Banane geworden, 26,1% Schaden erlitten. Das Ganze sieht beim Sportwagen natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Der wird auf jeden Fall auch jetzt zur orangen Banane, denke ich mal. Und bam, oh, leicht aber auch nur, ne? Der hat nur 25% Schaden. Okay, aber ihr seht ja schon, Auspuff und so hinten, Abgasanlage, ganz schön kaputt gegangen. Muss man alles neu machen. Das Ganze wird auf jeden Fall jetzt wieder anders aussehen, weil Autos hier natürlich wieder ein bisschen mehr Gewicht haben. Also ich glaube, den wird jetzt nochmal ein bisschen mehr erwischen. Der wird jetzt bestimmt 30% Schaden haben. 17%? 17%? Das ist ja fast gar nichts. Hä? Guck mal hier, da steht sogar noch wieder 1. Oh, okay, jetzt fällt natürlich auch noch wieder 1. Aber echt sehr, sehr wenig, Leute, muss ich sagen. Das ist echt sehr wenig. Und jetzt haben wir noch einmal hier den Minivan. Komm, Minivan, knall durch. Mit 18% Schaden, sage ich. Natürlich hat es der 30% Schaden, Freunde. Alter, unglaublich. Aber
Das war auf jeden Fall mal wieder echt cool zu sehen, wie krass die ganzen Autos so agieren, wenn man quasi verschiedene Wassermodelle auf die Autos quasi so raufhauen würde. Im Endeffekt so eine Wasserwand, Wasserdrop und alles mögliche. Also das war auf jeden Fall wieder sehr interessant. Das kann man, glaube ich, auf das echte Leben ein bisschen übertragen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da und checkt einfach mal, wie es hier aus. Einfach draufklicken. Haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.